immer damit an, dass das Telefon klingelt. Und immer mitten in der Nacht, als wäre ich ein Notarzt. Jewgeni Malow, Doktor in Sachen Mord, nicht Medizin. Privatdetektiv. Wobei privat nichts als ein kleiner sarkastischer Scherz ist, hier im Paradies des Volkes. Aber ich komme schon klar damit, weil es da ein paar hohe Tiere gibt, die mich von Zeit zu Zeit für verschiedenste Dienste brauchen. Zum Beispiel der Kerl, der mein Telefon quält. Woher ich weiß, wer das ist? Niemand hier in Moskau kann ein Telefon so tyrannisch werden lassen wie dieses hohe Tier. Er wird mir die Hölle heiß machen, weil ich es so lange habe klingeln lassen, aber ich bin noch nicht wach genug, um meine Scheuklappen aufzumachen und den fetten Orkan gegen mein Trommelfell prasseln zu lassen. Okay. Eins, zwei, drei, los. Malow! Warum hast du nicht... Weil ich noch nicht rasiert bin, Nikita. Ich kann noch nicht unrasiert mit dem ersten Parteivorsitzenden sprechen. Du würdest ständig ein Kratzgeräusch hören, wenn ich aus lauter Langeweile den Hörer an meinem Kinn reibe. Eines Tages werden wir dich ganz einfach liquidieren, Malow. Dann sag aber dein KGB-Gorillas, dass sie mich bei Zeiten anrufen sollen. Ich möchte nämlich nicht, dass mich mein altes Mütterchen unrasiert zu sehen bekommt, mit einer Kugel im Nacken. Halt's Maul! Ja. Und sei in einer halben Stunde in der U-Bahn-Station am Prospekt Maxa. Malow. Rumänische Rhapsodie von David Zane Meyrowitz. Regie Jörg Schlüter. Man sagt nicht Nein zu Nikita Sergejewitsch Chruschtschow, dem höchsten aller hohen Tiere. The Fat Man. Immerhin respektiert er meine Unabhängigkeit und lässt mir all meine kleinen Vergehen durchgehen, was sonst niemand täte hier im Paradies des Volkes. Dass ich hineinpasse wie ein Frühlingslachs, der in der Wüste Gobi flussaufwärts schwimmt. Dafür bin ich aber auch fähig, krumme Touren zu schaukeln, die nicht einmal die KGB-Gorillas meistern. Und deshalb... Wollte ich, dass wir uns hier treffen, tief genug unter der Erde. Hier können wir nicht abgehört werden. Willst du mich verarschen? Es gibt in Moskau nirgendwo einen Ort, wo uns niemand hören kann. Nicht einmal, wenn die Klospülung rauscht. Na, dann sagen wir eben, ich bin nostalgisch, Malow. Ich habe diese U-Bahn-Station damals gebaut, in den 30er Jahren. Stalin konnte sich nicht entscheiden, ob er mich töten soll oder lieber arbeiten lassen. Schließlich machte er mich für die Dekoration verantwortlich. Dann hast du also diese Kronleuchter da oben angebracht. Sie wollten sozialistischen Realismus. Und ich gab ihnen rosa-rote Kristallleuchter. Die jedes Mal voller Qualen zittern, wenn die U-Bahn durchfährt. Wie laufen die Geschäfte, Malow? Ich brauche nur noch einen einzigen Kunden vor Silvester, um einen eigenen Rekord von einem Fall pro Jahr zu brechen. Wie kann ich da behilflich sein? Du begehst ein Verbrechen und sie beauftragen mich herauszufinden, wer es war. In der Sowjetunion gibt es keine Verbrechen. Eben. 210 Millionen tugendhafte, brave Bürger. In diesem Paradies kann ein Schnüffler mit 17 in den Ruhestand treten, nachdem er sein ganzes Leben damit verbracht hat, Filzläuse aus seinem Jeizer zu pflücken. In der guten alten Zeit kam es wenigstens manchmal vor, dass ein Säufer einen Spaten auf dem Schädel seiner Gattin zerschmetterte, nur weil er vergessen hatte, dass wir hier im Paradies des Volkes sind und Streitigkeiten nicht auf diese Weise lösen. Wir haben praktischere Lösungen. Ich habe Schuh- und Handschuhfabriken in der Ukraine geleitet. Die eine Fabrik stellte nur Schuhe für den linken Fuß und Handschuhe für die linke Hand her. Eine andere... Piroschki. Aber die Produktionsraten passten nie zusammen, sodass es jedes Jahr mehr rechte als linke Handschuhe gab. Ja, ich verstehe. Also bat mich das Fabrikskomitee, das Problem zu lösen. Und du empfahlst, die Rechtshänder auf Angelferien zu schicken, bis die Linkshänder den Vorsprung einholten. Das wäre ein Verstoß gegen die Prinzipien der sozialistischen Produktion gewesen, Malow. Nein, ich sagte ihnen, dass sie mal hier einen Fuß und da eine Hand abhacken sollten, bis die richtigen Quoten erreicht werden.
Wie gut bist du bei Bankraub, Malow? Es gibt keinen Bankraub in der Sowjetunion. Natürlich nicht. Aber in Rumänien. Wir treffen Räubermasken mit allem Drum und Dran. Über 1 Million Dollar sind weg. Was hätten sie hier machen sollen? Rumänien ist hier, Malow. In der sozialistischen Familie. Und ich will auch, dass das so bleibt. Haben die rumänischen Bullen eine Spur? Das wirst du mir morgen aus Bukarest berichten. Mein erster freier Urlaub, seit sie mich vor 25 Jahren in den Gulag abgeschoben hatten. Ich hatte Mütterchen Russland noch nie verlassen. War nicht einmal am Schwarzen Meer gewesen, wo die hohen Tiere ihre Kinder zum Schwimmen hinbrachten. Ich war das ganze Leben zwischen Leningrad und Moskau hin und her gependelt. Und was, abgesehen von den 19 Jahren in Sibirien, hatte ich gesehen von der großen, fetten Welt? Pupkes. Eigentlich nichts. Und was den rumänischen Bankraub betrifft, so wusste ich noch weniger als Pupkes. Aber der Kreml-Geheimdienst hatte alles für mich arrangiert. Ich sollte Antonio treffen, einen Bukarester Bullen in Zivil, dem sie unterstellten, zu uns zu gehören, auch wenn niemand das wissen sollte, abgesehen von all denen, die es wussten. Was so gut wie jeden einschloss. Es ist Juli, 8 Uhr morgens. Sie sind 6, 5 Männer, eine Frau, maskiert. Sie überfallen den Fahrer eines Lieferwagens, der Geldsäcke zur Bukarester Zentralbank transportiert. Dann springen sie in ein Taxi und verschwinden mit 1,5 Millionen Lei. So was passiert hier jede Woche? Nicht öfter als niemals. Waffen? 38er Revolver. 4 davon jedenfalls. Warum ein Taxi statt, würde ich naiv fragen, eines Fluchtautos? Das weiß keiner. Falsch, Antonio. Irgendwer weiß es. Jedenfalls haben sie 213.000 von dem Kleingeld in dem Taxi gefunden. Wer sie? Eine Gruppe roter Pioniere. Kinder. Sie verarschen mich. Und die haben es zur Polizei gebracht. Und erhielten dafür? Einen Stalin-Orden. Jeder. Dafür kriegen sie ein Päckchen Kaugummi beim Pfandleiher. Irgendwelche Spuren? Wer braucht Spuren? Die Räuber wurden am nächsten Tag geschnappt. Da fällt ein russischer Detektiv doch glatt vor lauter Staunen von einem rumänischen Stuhl. Die sind schon verhaftet? Die stehen schon vor Gericht, Malow. Ja, was verdammt nochmal mache ich denn dann hier? Malow, Malow. Malow, Malow heißt, du wusstest das alles schon. Wenn ich dich dort nicht brauchte, Malow, wärst du nicht dort. Sei einfach da! Schau dich um und halte mich auf dem Laufenden. Deine KGB-Gorillas können das besser als ich. Aber ich kann mich nicht auf ihre Diskretion verlassen. Keiner soll wissen, dass ich dich geschickt habe. Wozu denn Diskretion bei einem Bankraub, Nikita? Würdest du mir bitte sagen, was da los ist? Das musst du schon selber herausfinden, Bojcik. Nun, da war er also. Mein allererster großer Bankraub in 30 Jahren Detektivarbeit. Und der Bürgersteig sauber gefegt, noch ehe ich mit meiner großen Zehe in die Hundescheiße treten konnte. Man nennt mich jetzt noch nicht Malow, wenn mich keiner dabei haben will. Oder komm morgen wieder Malow, wenn sie mich von der Spur ablenken wollen. Und jetzt war ich, hättest vorgestern kommen müssen Malow, weil ich völlig überflüssig war in einem längst geklärten Fall. Die Zugfahrt von Moskau nach Bukarest war lang gewesen. Und ich war etwa 1,5 Tage im Rückstand mit meinem Pensum süßer Träume. Also war es wohl am besten, wenn ich ein Hotel suchen, meinen Schlafmangel aufholen und dann schnurstracks in mein Mutterland zurückkehren würde. Andererseits war dies ja ein bezahlter Urlaub. Und ich konnte genauso gut Malow der Tourist spielen und ein paar der historischen Stätten von Bukarest besichtigen, bevor ich wieder abreiste. Ich bin nicht autorisiert, Sie mit den Häftlingen sprechen zu lassen. Was kostet es, autorisiert zu sein? Kosten? Du nicht so kleiner, was ist der Tarif? Aber das ist Bestechung. Aus dem Ei deiner Mama ist ja ein richtiges Genieküken geschlüpft. Bestechung ist verboten. Die richtige Antwort, Kleiner. Du gewinnst die gläserne Fliegenklatsche. Wie viel? 700.
Hast Glück, dass ich nicht weiß, wie viel das in richtigem Geld ist. Siviano? Wer? Sind Sie Igor Siviano? Ach ja, stimmt. Siviano. Ich glaub's zumindest. Was wollen Sie? Waren Ihnen meine Fingernägel nicht genug? Oh, das sieht nicht gut aus. Wer sind Sie? Ein Freund. Ja, ich habe mich nicht rechtzeitig gebremst. Wir sagen das immer, wenn wir zu zweit sind. Ich sage, ich bin dein Freund, während der andere dir die Fresse einschlägt. Hätte es besser wissen müssen. Bitte tausendmal um Entschuldigung, Bruder Ratte. Wer sind Sie? Medvedev, Kurator des Bankraubmuseums in Kiew. Wir haben von Ihrer kleinen Großtat gehört und dachten, Sie hätten vielleicht das eine oder andere Andenken, das Sie der Nachwelt spenden würden. Eine Räubermaske, Handschuhe, ein Totschläger, Brecheisen. Ich hab euch Bullen schon alles gesagt. Ja nun, Sie müssen verstehen, ich bin nämlich ganz unten auf der Leiter. Und die anderen benutzen meinen Kopf, um sich auf die nächste Sprosse zu hieven. Ein allerletztes Mal noch. 28. Juli 1959, 8.12 Uhr in der Früh. Sechs von uns, Ioannid Paul, Ioannid Alexandru, Obedeanu, Blidaru, Monika Siviano und Igor Siviano, stoppen mit vorgehaltener Waffe einen Lieferwagen, der Geldsäcke zur Bukarester Zentralbank transportiert. Wir entkommen mit 1,5 Millionen Lei in 12 Säcken und zwingen... Wieder mit vorgehaltener Waffe. Ein Taxi. Uns aus der Stadt zu bringen, zu unserem Versteck, wo wir das Geld teilen. Und dort bemerken wir, wir haben zwei Säcke mit insgesamt 213.000 Lei im Taxi vergessen. Süß. Und dann gibt der Taxifahrer eine genaue Beschreibung von euch. Obwohl ihr maskiert wart und führt die Bullen direkt zu eurem Versteck. Ich habe nichts hinzuzufügen zu dem, was ich vor Gericht gesagt habe. Ich war eben bei deinem Freund Siviano. Er meint, es ist in Ordnung, mit mir zu reden. Wer sind Sie? Stanow, Institut für Gehirnzellenanomalie bei Bankraubverdächtigen Omsk. Ja, 28. Juli 1959, 8.12 Uhr in der Früh. Sechs von uns. Ioannid Paul, Ioannid Alexandru, Obedeanu, Blidaru, Monika Siviano und Igor Siviano stoppen. Mit vorgehaltener Waffe einen Lieferwagen, der Geldsäcke zur Bukarester Zentralbank transportiert. Wir entkommen mit 1,5 Millionen Lei in 12 Säcken und zwingen, wieder mit vorgehaltener Waffe, ein Taxi uns aus der Stadt zu bringen, zu unserem Versteck, wo wir das Geld teilen. Und dort bemerken wir, wir haben zwei Säcke mit insgesamt 213.000 Lei im Taxi vergessen. Bingo! Das Komma genau. Und der dritte hat nochmal exakt denselben Text. Und alle in der Gegenwartsform. Warum gesteht ein Häftling plötzlich in der Gegenwartsform? Marlow, Marlow. Ein Marlow reicht, Antonio. Nur wenn jemand mein Punim in einen Kuhfladen drücken will, benutzt er das alte Doppel-Marlow. Wer hat Ihnen die Genehmigung erteilt, rumänische Häftlinge zu verhören? Ich habe niemanden verhört, nur ein bisschen gelauscht. Sie haben hier keinerlei Befugnisse. Sie sind Gast in einem fremden Land. Ich bin vom KGB hergeschickt worden. Vergessen Sie das nicht, Bojcik. Das ist der einzige und alleinige Grund, warum Sie noch am Leben sind. Und noch was. Einen Moment mal. Haben Sie eben gesagt, was Sie gesagt haben? Sie werden hier als Beobachter geduldet, Marlow. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich. Ab sofort kriegen Sie hier in Bukarest eine Begleitung. Ihre Begleitung kann mir auch den Schniedel halten, während ich ins Maul des öffentlichen Pisspots ziele. Aber ich bin nicht die Sorte Männer, die es sich gefallen lässt, geknebelt zu werden. Halten Sie Ihre Jungs mal schön an der Leine, Antonio. Und noch etwas. Sie haben keine Lizenz für eine Waffe hier in Rumänien. Sie müssen mir Ihre Pistole aushändigen. Somit war ich also nackt. Mitten in der Wüste ohne mein Schnapsfläschchen.
in einem Krokodilsteich ohne Kanu, im Kloster ohne Kondom. Eine schöne Luga, in den behaarten Pranken schmieriger Rumänen. Im Moment blieb mir nichts anderes, als nachzudenken. Es war nicht wie zu Hause, wo ich ungestraft die Gesetze brechen konnte. Hier, an diesem Arsch der Welt, wusste niemand, wie das Gesetz lautete, noch wer es gemacht hatte. Und mir war noch immer völlig unklar, was ich hier eigentlich tun sollte. Also legte ich mich in einem Haus, das nach rumänischer Vorstellung ein Hotel war, auf das, was nach rumänischer Vorstellung ein Bett ist. Und genehmigte mir 12 Schlückchen aus der Ration von 40 und glitt in einen eisigen Schacht, als meine Hand schnellte zum Pistolenhalfter, aber da war nichts. Ich hatte nichts als meinen Verstand. Wie viele Gorillas lauerten dort vor der Tür? Eine Porzellanlampe war keine Luger, aber ich riss sie aus der Steckdose, weil ich dachte, ich könnte 6 Sekunden Atemzeit gewinnen, wenn ich sie dem ersten ins Gesicht schmetterte, dann dem zweiten die Schnur um den Hals wickelte. Genosse Marlow? Das falsche Zimmer, Zuckerpuppe. Die Genossen sind die russischen Geschäftsleute mit den roten Fliegen und den Leninorden auf den Arschbacken, am anderen Ende des Flurs. Lassen Sie mich rein, ich weiß, dass Sie Marlow sind. Dann weiß einer von uns mehr als der andere in diesem Saustall. Katharina, ich soll mich um Sie kümmern. Und da stand sie, 2 in 1, die Blonde und der Bulle, Faltenrock und Lederjacke. 2 Herzen klopften unter ihrer Bluse und dazu schlechte Zähne. Es war die Art von Traum, aus dem man aufwachen will, nur um dann festzustellen, dass es die nackte Wirklichkeit ist. Ich kann mich nicht um Sie kümmern, wenn Sie mich nicht reinlassen. Ich habe keine Massage bestellt. Und außerdem habe ich einem Gefängniswärter mein ganzes Kleingeld in die Hand gedrückt. Also gut. Fangen wir noch mal ganz von vorne an. Ich bin nicht hergekommen, um mich wie eine Hure behandeln zu lassen. Wenn Sie weiter in diesem Ton mit mir reden wollen, setze ich mich vor Ihre Tür und halte Wache, bis Sie Ihre Haltung geändert haben. Ich bin heute Abend auch gar nicht im Dienst. Aber man hat mich dringend herbeordert, weil Sie angeblich ein hohes Tier sind und vom großen Bruder persönlich hergeschickt wurden. Mir ist es egal, ob Sie Stalins Mutter sind, aber putzen Sie erst mal Ihr Maul, bevor Sie mit mir reden. Ich hatte nicht einmal Zeit genug, mich in Sie zu verlieben. Ich lehnte mich einfach zurück und ließ Sie meine Gliedmaßen einrenken, bis ich gebügelt und selig wie ein Kätzchen friedlich schnurrte. Wer braucht schon eine Luga, wenn man Katharina als Leibwächter haben konnte? Und wer konnte schon an ihr vorbei, um an mich ranzukommen? Außer sie selbst, was sie aber traurigerweise kein bisschen beabsichtigte. Antonio sagte, irgendwer wollte mich ausknipsen. Davon weiß ich nichts. Antonio sagte auch, dass ich mich aus dem Bankraub raushalten soll. Denkst du das auch? Ich kenne keinen Antonio. Hat er dich nicht geschickt? Wer mich geschickt hat, geht sie nichts an. Ich kenne keinen Antonio. Klein, dunkler Typ mit Kraushaar und Zigeunerfingernägeln. Rumäne würde ich annehmen. Willst du was trinken? Ich nehme mir den Rest aus der Flasche mit nach Hause, sobald mein Dienst zu Ende ist. Und wann ist das? Um 14.19 Uhr. Nicht etwa 14.20 Uhr? Das wäre zu spät. Wofür? Für Ihren Zug. Ich nehme einen Zug? Ja, den um 14.18 Uhr nach Moskau. Klingt, als sollte ich abgeschoben werden. Hör zu, Zuckerpuppe. Wäre ich hier auf Urlaub, wäre ich jetzt stinksauer, weil man mich hier weghaben will. Aber da ich in einem offiziellen sowjetischen Auftrag hier bin, fahre ich mit niemandes Bimmelbar nirgendwohin, bevor ich nicht sämtliche Informationen über diesen Bankraub habe. Sie werden den Film sehen. Was für ein Film? Von dem Bankraub. Der wurde gefilmt? Er wird gefilmt. Heute Vormittag. Sie werden den ersten Tag der Dreharbeiten erleben und dann setzen wir Sie in den Zug und Sie können Ihrem Vorgesetzten berichten, was Sie gesehen haben.
in dem Film. Sind jetzt 53,5 Jahre seit meiner letzten Rumänestunde in Mamas Bauch. Du wirst mir helfen müssen, Zuckerpuppe. Die Schauspieler proben gerade die Geständnisse dieser widerwärtigen bürgerlichen Elemente. Widerwärtig? Die bürgerlichen Elemente, die Gangster. Die Typen da sind doch keine Schauspieler. Ich kenne diese Typen. Ich habe mit ihnen geredet im Knast. Das sind die Bankräuber selbst. Sie spielen sich selbst, ihre eigenen Rollen. Der Film ist eine Rekonstruktion des Banküberfalls. Und wozu? Pädagogik. Wenn Sie Ihre Tat vor der breiten Öffentlichkeit gestehen, was haben Sie da noch für eine Chance, wenn das Urteil gefällt wird? Sie sind schon verurteilt. Aber Sie sind doch gerade erst erwischt worden. Die Männer wurden zum Tod verurteilt. Wenn Sie in dem Film mitspielen, werden Sie begnadigt. Das ist der Deal. Und das Mädchen? Zwangsarbeit, lebenslänglich. Im Dunkel des Kinosaals, ich nenne es ein Kino, obwohl es eindeutig die Turnhalle und gleichzeitig der Foltertanzsaal im Hauptquartier der Securitate war, legte ich meinen Arm um die Rückenlehne von Catalinas Stuhl und schob ihn langsam immer höher in die Hochsicherheitsgefahrenzone ihrer Schulterpolster. Ich wusste, welches Risiko ich da einging. Aber sie war mein einziger Joker. Ohne sie bestand nicht die geringste Chance, mit nützlicher Information nach Moskau zurückzukehren. Mit ihr musste ich mich richtig anfreunden und das tat ich. Zart, und Zentimeter um Zentimeter. Wie immer. Marlow, wenn Sie Ihre Hand noch einen Millimeter weiterschieben, werden Sie auf einer Bahre nach Moskau zurückreisen. Ich war hoffnungslos verliebt. Und wenn Sie mich mit Ihrem Alkoholatem anhauchen, werden Sie auf der Stelle Ihren Zahnarzt bemühen müssen. Ich wette, das sagen Sie allen Jungs. Jawohl, jedermann, der mich beleidigt, wird kalt gemacht. Auf der Stelle. Das ist nur, weil der Film langweilig wird. Das ist doch normalerweise das Signal fürs Petting, Zuckerpuppe. Für Sie ist jetzt ohnehin Schluss. Sie haben nur die Genehmigung, die Geständnisse anzuschauen. Und was kommt dann? Der eigentliche Raubüberfall draußen auf dem Boulevard. Dafür haben Sie keine Genehmigung. Das muss ich nicht sehen. Ich hätte das Drehbuch dafür schreiben können. Mr. President? Liebling, bist du das? Was soll das? Wie kommst du so allein zurecht? Wie geht's den Kindern? Malov? Das ist das rote Telefon! Ich weiß, dass dir die Hausarbeit über den Kopf wächst, mein Schatz. Aber ich muss dir schnell die guten Nachrichten erzählen. Beeilen Sie sich! Der Zug wartet nicht! Also, ich hatte echt Glück. Meine Begleitung hat mir erlaubt, ihr privates Telefon zu benutzen. Alle anderen haben nicht funktioniert. Was soll dieses verschlüsselte Zeug? Wer, meine Begleitung? Ach komm, ihretwegen brauchst du dir doch keine Gedanken zu machen, Liebling. Sie ist fett und hat einen Schnurrbart. Du kennst diese Rumänen. Noch 2 Minuten, du Arsch. Schatz, ich wollte dir nur sagen, dass ich heute mit dem Nachmittagszug aus Bukarest nach Hause komme. Was haben Sie herausgefunden? Ja, aber ich konnte das Armband, das du dir so sehr gewünscht hast, nirgendwo kriegen. Bitte 1000-mal um Vergebung. Die Zeit ist um. Einen kleinen Augenblick. Was ich gemacht habe, Zuckerpuppe, nicht viel. Heute Morgen hat man mir einen Film gezeigt. Marlow! Ich habe Sie nicht nach Bukarest geschickt, damit Sie ins Kino gehen, Marlow! Ach, du weißt schon, eine dieser Hollywood-Schnulzen, Räuber und Gendarm. Da überfallen diese Gangster eine Bank, nicht wahr? Geben Sie mir das Telefon. Ja, und dann werden Sie erwischt, gestehen die Tat und werden zum Tode verurteilt. Alles innerhalb weniger Tage. Großartiger Film, fast eine Dokumentation. Marlow! Hören Sie zu! Ja, mein Honigkuchen, sobald ich wieder zurück bin! Geben Sie das Telefon her! Sie bleiben, wo Sie sind! Und kommen erst zurück, wenn Sie wissen, wer der Produzent dieses Films ist! Ja, auf dem Sofa, so wie du es gern hast! Ich will Ihre Fresse in Moskau erst sehen, wenn Sie die Information haben! Natürlich, Schatz, sobald ich ankomme! Den Produzenten des Films! Haben Sie gehört? Was spielen Sie da? Ach, warst du je verheiratet, Catalina? Wen würde ich heiraten wollen? Ich kann jedenfalls nicht so ohne weiteres in Moskau auftauchen. Meine Frau hat einen Liebhaber. Auf diese Weise beruhige ich sie, dass ich sie nicht einfach so in unserem Schlafzimmer überrasche. Sie gehen mir auf den Keks. Los, wir fahren zum Bahnhof. Mit einem Abstecher zu Antonios Büro. Ohne Abstecher. Bedauere, Schätzchen, Antonio hat meinen Pass und ohne meinen Pass lässt man mich das Land nicht verlassen. Ich kenne keinen Antonio. Offenbar kannte sie ihn wirklich nicht, denn als wir in das Bukarester Polizeihauptquartier kamen,
konnte ich keinerlei Anzeichen eines Wiedererkennens entdecken. Jedenfalls schien es so. Und wenn dem so war, wer hatte sie beauftragt, meine Begleitung zu sein? Catalina zählte jedenfalls die Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Und ich vertrödelte sie so gut ich konnte. Pass? Was für ein Pass? Der, den Sie gestern Nachmittag in Ihre Schreibtischschublade getan haben. Meinen Sie das hier? Sie haben gesagt, Ihren Pass. Das ist das Gleiche wie mein linker Arm. Ohne ihn gehe ich in angenehmer Begleitung nie aus. Sie bekommen die Luga, wenn Sie abreisen. Er reist ab, in 20 Minuten. Komisch. Da war doch Munition in meiner alten Luga, als ich sie an der Saloontür kurz prüfte. Jetzt ist sie leer. In Moskau werden Sie haufenweise Munition finden. Nehmen Sie das Ding, gehen wir. Und Sie? Sie bestellen eine Polizeieskorte zum Hauptbahnhof. Auf wessen Verantwortung? Meine. Und tun Sie es jetzt, wenn Sie vorhaben, morgen noch hier zu arbeiten. Und das meint sie auch genauso, Brüderchen Ratte. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Was machen Sie da? Malow! Ach, das hier? Wir brauchen eine Polizeieskorte. Das ist nur eine alte Gewohnheit. Ich habe immer noch eine zusätzliche Patrone dabei. Unter Nein, der jetzt sofort. Manchmal auch an intimeren Orten. Man kann nie wissen, wann man sie braucht. Was geht hier vor? Und jetzt befehlen Sie der Polizeieskorte, direkt zum Bahnhof zu fahren, ohne auf uns zu warten. Sofort. Die Polizeieskorte soll direkt zum Hauptbahnhof fahren. Jetzt sofort, haben Sie verstanden? Zum Hauptbahnhof. Und wir drei werden jetzt eine kleine Spazierfahrt machen. Ihnen ist doch klar, dass Sie nur eine Kugel haben, Malow. Und wir sind zu zweit. Ganz recht, Liebster. Und jetzt darfst du raten, wer von euch beiden die Ehre haben wird, sie zwischen die Nüstern geblasen zu kriegen. Du hältst dort drüben bei dem Taxistand. Jetzt stell das Auto ab, Anton. Du wirst es erst morgen wieder brauchen. Vielleicht. Ich glaube noch nicht im Ernst, dass Sie damit durchkommen. Malow. Das ist ein Filmzitat, Zuckerfee. Dir fällt sicher noch was Besseres ein. Es gibt viele Gründe, warum ich Sie umbringen möchte, aber dass Sie mich Zuckerfee nennen, ist die Nummer eins. Sie, Taxifahrer. Giorgio, nicht wahr? Wie können Sie meinen Namen wissen? Ich habe am Taxistand nach Ihnen gefragt. Ich sagte, nur der beste Fahrer aus Bukarest kommt für Malow in Frage. Ich bin der Beste. Das weiß ich. Jeder weiß es. Und der Zuverlässigste. Ich kann mich an jede Fahrt mit meinem Taxi erinnern. Ich kenne Ihren Ruf, Giorgio. Sagen Sie mal, dieses Taxi hier kann uns vier kaum fassen. Es ist ziemlich eng. Und Catalina tut ihr Bestes, sich gegen die Tür zu quetschen, nur um meinem lüsternen Knie auszuweichen. Normalerweise nehme ich auch nur zwei. Bei drei wird's ein bisschen knapp. Wie kopulierende Sardinen in der Dose. Erstaunlich, dass es Ihnen gelungen ist, die sechs Bankräuber alle auf einmal zu transportieren. Nein, Sie fahren weiter, Giorgio. Diese Leute hier wissen, dass meine Luga ganz eigene Vorstellungen hat. Tun Sie, was er sagt. Ich will aber keinen Ärger. Sie haben schon Ärger. Und jetzt beantworten Sie meine Frage. Welche Antwort kann ich Ihnen schon geben? Fangen wir mal mit der Antwort an, die man Ihnen vorgesagt hat. Jetzt. Sie drängten sich mit Gewalt in mein Taxi. Zwei kauerten auf dem Boden, die anderen zwängten sich vorne und hinten in den Wagen. Ich fuhr sie zu ihrem Versteck und sie vergaßen die zwei Geldsäcke im Taxi. Genau das haben Sie der Polizei erzählt. Und auch vor Gericht? Ja. Und jetzt die andere Version. Die andere? Sie waren... Nie in Ihrem Taxi. Sie haben diese Leute nie in Ihrem Leben gesehen. Nein. Sie wissen, dass Sie mich damit zum Tode verurteilt haben. Das weiß ich, Bruderherz. Und es tut mir echt leid. Und jetzt brauche ich Sie auch noch für eine letzte Fahrt. Zum Hochsicherheitsgefängnis. Was wollen Sie dort? Ich habe da noch eine Frage, die ich den sechs Gefangenen gern stellen würde. Die werden nicht reden. Mit Malow werden sie reden. Die werden nie wieder mit irgendwem reden. Was? Alle sechs? Außer dem Mädchen. Idiot, warum sagst du denn das? Sie ist schon auf dem Weg in ein Arbeitslager in den Karpaten. Noch nicht ganz. Drüben auf dem Hof wurde sie gerade in ein Sicherheitsfahrzeug gestoßen. Schon aus der Entfernung konnte ich sehen, dass sie nicht gefoltert worden war wie ihre männlichen Kollegen.
Sie hatte sogar Zeit gehabt, sich die Haare zu bürsten und einen Lidstrich zu ziehen. Ein Dutzend Securitate-Gorillas umkreisten sie. Und mit der einzigen Kugel meiner Luga hätte ich keine Chance gehabt gegen sie alle. Ich steuerte also meine beiden Geiseln bis ans Tor. Antonio, Sie werden mich jetzt gefangen nehmen. Wie bitte? Sobald der Transporter durch das Tor gefahren ist, halten Sie ihn an und sagen dem Fahrer, dass er noch einen weiteren Gefangenen mitnehmen muss. Damit würde ich mein Leben riskieren. Ihr Leben ist jetzt schon ein Scheißhaufen, Antonio. Tun Sie, was ich sage, oder ich schieße Ihnen ins Knie. Ins Knie? Eine Taktik der IRA. Man lähmt jemanden lebenslänglich, statt ihn zu töten. Kneecapping heißt das. Da kommt der Transporter. Sie sind dran. Da ist noch ein Gefangener für diese Fahrt. Und was heißt das? Securitate. Ich übernehme die Verantwortung. Ich schubste Antonio und Catalina Richtung Transporter. Hier ist nicht genug Platz für alle. Und er hatte recht. Keine Zeit zum Nachdenken. Ich sprang in den Transporter, ließ die Geiseln stehen, knallte die Tür hinter mir zu und weg waren wir. Ich wusste, Catalina würde die Typen von der Securitate warnen, aber es war meine einzige Chance, mit Monica Seviano zu sprechen. Monica? So heiße ich nicht. Mein Name ist Manja. Jetzt ist es mir ohnehin egal, wer das weiß. Seviano? Herr Trovici. Keine Gespräche unter Häftlingen. Keine Sorge, wir plaudern nur. Ich habe keine Zeit für lange Erklärungen. Du musst mir einfach vertrauen. Ich muss wissen, was passiert ist. Habe ich nicht gesagt, keine Gespräche? Und was machen Sie ohne Handschellen, wenn Sie ein Häftling sind? Ich habe einen IQ von 17 kleiner. Man hält mich für ungefährlich. Strecken Sie die Hände vor! In der nächsten Sekunde hatte ich seine besten Stücke in der Faust und quetschte sie aus wie Zitronen. Aber jetzt musste ich ihn zum Schweigen bringen, damit er den Fahrer nicht weckte. Wird alles nur verschlimmern. Ich sagte nicht umbringen. Na gut, dann werde ich sanft und nett seinen Kopf ein bisschen gegen die Tür schlagen. Schläft wie ein Baby. Wir müssen uns beeilen. Ich vermute, man verfolgt uns bereits. Bisher war ich nur zu Zwangsarbeit verurteilt. Jetzt werden sie mich foltern und töten. Nach der Vergewaltigung. Warum? Und warum wurden die anderen getötet? Man versprach ihnen doch, dass sie am Leben blieben, wenn sie in dem Film mitspielen. Wer hat sie gebeten, herzukommen? Was mischen sie sich da ein? Ich komme aus der Sowjetunion. Sagen wir mal, Freunde haben mich hergeschickt. Ich musterte sie. Sie war wütend auf mich, aber ich konnte ums Verrecken keinen Bankräuber in ihr entdecken. Wohlerzogen, gepflegte Ausdrucksweise, manikürte Fingernägel, bürgerlich von oben bis unten. Wer war für den Film verantwortlich? Wer hat sie dazu gezwungen? Ich will dir keine Falle stellen, Manja. Ich versuche zu helfen. Wem helfen? Und wie denn? Keine Ahnung, aber ich bin da, um Informationen zu beschaffen. Vielleicht kann ich dich rausboxen, wenn diese Informationen die richtigen Stellen erreichen. Sie sind wirklich ein Idiot. Du bist die 4623. Frau, die mir dieses Kompliment macht. Und das ist ganz und gar nicht die Information, die ich brauche. Also lass uns eines klarstellen, Schätzchen. Du beantwortest meine Fragen jetzt sofort. Oder ich überlasse dich diesen Gorillas. Ich habe gehört, die Securitate hinterlässt keine Fingerabdrücke auf Frauen. Sie erledigen ihr Geschäft mit Lederhandschuhen. Du hast die Wahl. Was wollen Sie wissen? Warum ein Militärgericht für einen Bankraub? Wir sind Staatsfeinde. Sagt wer? Der Staat. Was hatten Sie denn vor mit all dem Geld? In Rumänien konnten Sie es ja wohl kaum ausgeben. Hier gibt's nichts zu kaufen. Wir brauchten das Geld, um auszuwandern. Wohin? Israel. Was hast du gemacht, bevor du zum Bankräuber wurdest? Ich war im Verteidigungsministerium. Und die anderen? Geheimpolizei. Allesamt. Sie rezitierte eine auswendig gelernte Litanei, aber ich hatte keine Zeit, sie zum Reden zu bringen. Draußen hatten sie eine Straßensperre für uns errichtet. Und ich hatte nichts als eine einzige Kugel. Und die verdiente sie mehr als ich. Bevor ich sie aber in den bolschewistischen Himmel befördern würde, musste ich ihr noch einen Knüppel zwischen die Beine werfen. Sag mir, und zwar schnell, hat dieser Bankraub hier stattgefunden? Sie kommen aus der Sowjetunion und stellen so eine Frage? Es ist eine Ja- oder Nein-Antwort. Es ist eine Ja- und Nein-Welt. Also? Ja.
und nein. Ich gönnte mir nicht einmal den Bruchteil einer Sekunde Mitleid mit ihr und zielte direkt auf ihr Herz. Nein, bedauere. Ich kann dich denen nicht überlassen. Das ist alles, woran ich mich erinnere, bevor ich in das verfiel, was ich den Schlagstock-Tiefschlaf zu nennen pflegte, damals in meinen alten Chekar-Tagen. Als wir die Kerle in den Wald brachten und sie, bevor wir sie durchlöcherten. Als ich aufwachte, spürte ich, dass meine Hände hinter meinem Rücken gefesselt waren. Ich starrte in ein Gesicht, das aus Gummi zu sein schien und sich direkt vor meinen Augen formte und verformte. Ein Phänomen, das ich meinem viertelbewussten Zustand zuschrieb. Aber je wacher ich wurde, desto mehr verzerrte sich das Gesicht. Wurde das einer alten Frau, dann ein strahlender Schuljunge und schließlich ein Sadist mit einem nervösen Zucken. Mit jedem Atemzug, den er ausstieß, musste ich ihn wieder neu fixieren und seine Stimme hören, als wäre es das erste Mal. Sie haben den Ruf, Marlow, fast immer im falschen Moment am falschen Ort zu sein. Ich fange an zu begreifen, dass das, was für Sie falsch ist, ein Segen für Ihre Feinde sein kann. Ich habe keine Feinde, Mister. Und meine einzige Phobie gilt Spinnen. Zu Hause schlafe ich mit Teddybären und die tragen alle Securitate-Regenmäntel. Ich bin nicht Securitate. Aber Sie stehen auf meinem Arm. Nein, ich stehe auf Ihrem Arm. Darf ich höflichst fragen, warum? Weil wir nicht wollen, dass Sie sich bewegen. Und wohin würde ich gehen? Es gibt kein Wohin, Marlow. Wo bin ich? Im Zug nach Moskau, wie geplant. Wir verlassen Sie, bevor wir die Grenze erreichen. Sie können nach Moskau weiterfahren oder auch nicht. Wichtige hohe Tiere erwarten mich in Moskau, Mister. Das Höchste. Wir wissen, wer Sie hergeschickt hat. Wir müssen also keine Zeit verschwenden mit nutzlosen Informationen. Was ich wissen will, ist... Warum? Warum was? Warum sich der erste Parteisekretär der Sowjetunion und Vorsitzender des Warschauer Paktes persönlich für einen banalen Kriminalfall in Rumänien interessieren sollte? Ach, das fragen Sie ihn am besten selbst. Das habe ich vor. Wenn ich in ein oder zwei Jahren mit ihm auf gleicher Höhe stehe, jetzt frage ich Sie, Marlow. Und lassen Sie uns nicht mit den jeweiligen Sensibilitäten spielen. Im nächsten Abteil ist eine Gruppe der Securitate, die Sie kürzlich mit Ihren Scherzen beleidigt haben. Und die wartet ungeduldig darauf, dass ich sie Ihnen ausliefere. Ich muss Sie daran erinnern, dass Rumänen im Wesentlichen Römer sind. Und ich hoffe, Ihnen ist klar, was es für Ihre intakte Männlichkeit heißt, einen Römer zu beleidigen. Hören Sie. Ceausescu, Nicolai. Sekretär des Zentralkomitees für organisatorische Fragen, Politbüromitglied. Meine Frau Elena. Sie werden es nicht glauben, aber die Wahrheit ist, dass ich blind hergeschickt wurde, um Informationen zu sammeln. Ich wurde nicht einmal instruiert. Nur beweg deinen Arsch dorthin, mach die Augen auf und dann komm zurück. Und was haben Sie herausgefunden? Naja, ich habe einen Film gesehen, traf ein paar gedopte Häftlinge und kam mehr oder weniger zu dem Schluss, Sohn, dass der größte Bankraub, der je in einem kommunistischen Land verübt wurde, niemals stattgefunden hat. Und das wollen Sie dem Kreml berichten? Und wenn ich so weit komme? Der Kreml wird sehr enttäuscht von Ihnen sein, Marlow. Der Bankraub hat tatsächlich stattgefunden. Es gibt Zeugen und die offiziellen Geständnisse der Täter. Ach, keinen Hundedreck wert. Viel mehr, Marlow, viel mehr. Ach, schauen Sie, ich sprach mit Silviano und Ioannid. Sie meinen Labovici und Janovici? Was? Da waren außerdem Lazarovici, Glanzstein und diese Frau, Herzkovici. Nun, dann hatten Sie also Decknamen. Und was für Decknamen? Kann es sein, dass mir hier die Pointe entgeht? Sie überraschen mich wirklich, Marlow. Erkennen Sie einen Juden nicht, wenn Sie einen sehen? Tatsächlich. Ich erkannte sie nicht. Ich meine, ich war nicht einmal sicher, je einem begegnet zu sein. In Moskau oder Leningrad musste es ein paar geben. Ich mag mal auf einen gestoßen sein, ohne es zu wissen. Ich erinnere mich vage an die Legenden über sie. Meine Mutter las mir solche Geschichten vor. Kleine, elfenartige Leute mit übergroßen Ohren,
lebten in Hütten und machten kleine Pappmaché-Figürchen und verkauften sie an die Kinder des Zaren. Ich irre mich vielleicht in den Einzelheiten, aber im Wesentlichen war es das. Sie leiten unsere Zeitungen und unsere Fabriken und sind zu den höchsten Posten unserer Regierung aufgestiegen. Aber das war ihnen nicht genug. Sie organisierten ein Netzwerk, um arme Juden von Rumänien nach Israel zu bringen. Ohne Geld unmöglich. Also raubten sie eine Bank aus. Nur waren sie keine Bankräuber und hätten nicht einmal gewusst, wie man das anstellt, wenn Karl Marx ihnen persönlich den Plan dafür gezeichnet hätte. Geben Sie es zu, Sie waren nur die Sündenböcke. Die allesamt ihr Schicksal verdienten, selbst wenn es ein fabriziertes Schicksal war. Na, dann hat ja die Gerechtigkeit obsiegt und wir können alle nach Hause gehen und uns einen Schlaftrunk gönnen. Alle, Marlow, aber Sie nicht. Wenn Sie wissen, wer mich hergeschickt hat, Ceausescu, dann müssen Sie auch wissen, dass es ihm nicht gefallen würde, zu erfahren, dass Sie mich ermordet haben. Der Fat Man ist uns völlig egal. Einen Unfall kann man immer arrangieren. Eine der Zugtüren ist defekt. Der Schaffner wird mit seinem Job dafür bezahlen, dass er unseren Moskauer Gast nicht gewarnt hat, sich nicht dagegen zu lehnen. Billiger Trick. Ist das bevor oder nachdem ich die Securitate-Affen zerquetscht habe? Das hängt von Ihnen ab. Ich sag Ihnen doch, ich weiß nichts. Und da stand sie auf meinem Gesicht in dem Eisenbahnabteil und drückte mir ihre Kampfstiefel zwischen die Zähne. Aber meine Nase war frei und ich roch den ranzigen Zwiebelgestank, der ihr entströmte. Und es war wieder einmal so eine Marlow, wozu brauchst du das, Situation, die eines Tages Futter für den Schaukelstuhl-Opa sein würde, falls ich hier rauskäme. Was in diesem Moment nicht besonders wahrscheinlich schien. Ich will nicht reden! Steig runter von ihm, Elena. Ich will ein paar Narben hinterlassen. Später. Marlow? Der Feldmann hatte ein privates Abkommen mit Eisenhower. Er liefert Informationen über amerikanische Kommunisten im Tausch gegen neueste Informationen der CIA über Anomalien des Warschauer Paktes. Und da die CIA nichts von dem Bukarester Bankraub gemeldet hat, wussten wir, dass die CIA das hier selbst organisiert hatte, um die rumänische Regierung zu demütigen und zu stürzen. Der Feldmann schickte mich her, die Yankee-Operation zu beseitigen, aber ich hatte keine Zeit, weil sie... Marlow! Das ist höchstgradiger Bullshit. Sie hätten uns sagen sollen, was Sie wissen, selbst wenn Sie nichts wissen. Geschieht mir ganz recht, weil ich nicht über die dritte Klasse rausgekommen bin. Jetzt werden wir Sie töten müssen. Nein, werden wir nicht. Ich werde die Securitate-Männer holen, die Sie bis zur bessarabischen Grenze bewachen. Danach werden sie sich selbst überlassen und der Zug wird nicht mehr halten bis Kiewski-Boksal in Moskau. Sollte ich sie je wieder in Rumänien sehen, werden sie an die Wölfe verfüttert. Ich sage, töte ihn gleich. Ich sage nein. Es ist zu riskant mit Moskau. Ich will morgen keine russischen Panzer in Bukarest sehen. Aber... Wer entscheidet hier, du oder ich? Du natürlich, Nikolai. Ich will, dass Sie wissen, Marlow, dass Sie soeben einen Mann lächerlich gemacht haben, der demnächst Rumänien regieren wird. Es gibt nur ein einziges Hindernis für seinen Aufstieg zur Macht. Und das ist Nikita Khrushchev, der andere Pläne für unser Land hat. Also täuschen Sie einen Bankraub vor und hängen ihn einem Häufchen Intellektueller an, die zweifellos Moskau treu sind. Und ich komme her und denke, ich habe endlich einen echten Kriminalfall und muss feststellen, dass ich wieder einmal nur tief in politischer Scheiße stecke. Doch! Ich werde mich immer an den Geruch deines Stiefels erinnern, Schätzchen. Am Tag, an dem man dich vor ein Exekutionskommando stellt, werde ich als Zeuge mit einem Strauß roter Rosen dabei sein. Folgendes. Minister Ceausescu und ich werden beim nächsten Halt aussteigen. Sobald wir weg sind und der Zug in den Bergen seine volle Geschwindigkeit erreicht hat, werft ihr diesen Idioten hier aus dem Fenster. Oh.
Nun, da ich Malov bin, landete ich mit dem Arsch zuerst, was immer die erste und beste Variante ist, mein Gehirn gründlich auszuschalten. Und ich konnte die brechenden Rippen zählen von 1 bis 6 und mein linker Arm klemmte unter mir, so dass die Schulter sich ausrenkte und ich kugelte den Abhang hinunter und krachte gegen den einzig verfügbaren Baum, was mich 2 Zähne kostete. Die Jeizer zwischen meinen Beinen schmerzten und heulten im Wind, aber sie sind wenigstens noch intakt. Und das spielte keine große Rolle, denn ich glitt durch diesen endlosen schwarzen Tunnel und begriff, das Licht am anderen Ende gehörte zu einem trägen Güterzug, und der würde mich gleich zwischen den Augen treffen. Ich wusste nicht, wie viele Vollmonde abgenommen hatten, seit ich von den Securitate-Jungs in einen Zirkushelden verwandelt worden war. Aber die bessarabische Krankenschwester, die mir mit einem schmutzigen Löffel Krankenhausfraß einflößte, war das Erste, was ich sah, als ich die schmerzenden Augen aufmachte. Später sollte ich herausfinden, dass ein paar Monate vergangen waren. Aber selbst da war ich noch immer außerstande, meinen Schlittschuhunterricht auf dem Niewski-Prospekt wieder aufzunehmen. Ich dachte laut darüber nach, ob sich irgendwer nach mir erkundigt hätte, in Erwartung einer kleinen Höflichkeitsgeste des Fat Man. Aber es ergab Bubkes, Ziegenköttel, nichts von Bedeutung. Er war der Chef von alledem und hätte längst kommen und mich problemlos finden können. Die Tatsache, dass er es nicht getan hatte, hieß nur, dass ich Malov das Waisenkind war. Als ich auf Knien kriechen konnte und die zerbrochenen Teile meines Körpers mit Gummibeton zusammengeklebt waren, wurde ich entlassen. Sie gaben mir die 12 Rubel zurück, die man in meiner Tasche gefunden hatte, und zeigten mir den Königsweg zum Bahnhof, von wo ich in 18 Stunden nach Moskau gelangen würde. Moskau. How I love you. How I love you. Trotzdem standen mir Eisenbahnen bis zum Pubik, und ich beschloss, die paar tausend Kilometer zu Fuß nach Hause zu gehen. Aber kurioserweise ging ich, obwohl ich mit dem Orientierungssinn eines Dorftrottels ausgestattet war und obwohl mein Heim wie immer größer wurde, in die falsche Richtung und kam unbemerkt über die Grenze zurück nach Rumänien. Lauf! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Wenn sie's wagen, die Jungs zu rufen, ist's das Ende for you. Was ist mit meinem Leibwächter? Grüßen Sie seine Witwe ganz herzlich von mir und sagen Sie ihr, ich sei Junggeselle, falls sie ein Angebot sucht. Wollen Sie mich auch umbringen? Leider nicht, Ceausescu. Sie haben mich auch verschont. Aber Sie sollten Ihre Zuchtsau aus meiner Reichweite halten, denn sie ist die Ausnahme zu der Regel, dass Malov Frauen nie misshandelt, außer am Wochenende. Was wollen Sie? Die Film heulen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Den Film oder Ihr Gebiss. Wofür brauchen Sie denn den Film? Kleines Andenken an meinen Urlaub in Rumänien. 7, 6, 5, 4... Malov! Oh Gott! Gott? Sie haben mir den Unterkiefer gebrochen. Falsch, Darling. Das passiert erst beim nächsten Schlag. Nicht! Ich wette, das sagen Sie zu allen Mädchen. Ist bald vorbei. Im Schrank! Was denken Sie, wie Sie hier rauskommen? Die Securitate-Männer sind überall. In Ihrer privaten Limousine. Vergessen Sie Ihren Reisepass nicht. Den werden Sie brauchen, wenn wir über die Grenze fahren. Hat er dich wirklich bis an die Grenze gefahren, dieser Widerling? Der Benzintank war vorher leer.
Und ich musste ihn ans Lenkrad fesseln und knebeln, um Zeit zu haben, wieder nach Bessarabien zurückzukommen. Du hättest seinen Wagen auch in einen Abgrund stoßen können, mit ihm drin. Und die Schuld tragen? Die Schuld tragen. Das Schicksal trägt die Schuld. Marlow, als Ceausescu einen Bankraub brauchte, um in Rumänien die Macht zu übernehmen, da schenkte ihm das Schicksal ein. Als Stalin einen Vorwand brauchte, um die Stelle des Kreml auszumisten, schickte das Schicksal eine Kugel in seinen Abgeordneten Kirov. Die Produktionsmittel sind in perfekter Harmonie mit der Natur. Was hat die Natur für Ceausescu vorgesehen? Er hat versucht, mich zu beleidigen, von der Sowjetunion zu distanzieren. Ich werde dafür sorgen, dass er niemals die Macht an sich reißen kann in Rumänien. Erklären Sie das mal seiner Zuchtsau. Malow, Malow, warum hast du noch mal dein Leben riskiert, um diesen Film zu holen? Naja, Nikita, mir fiel ein, dass ich kein Geschenk für dich mitgebracht hatte aus meinem rumänischen Urlaub. Und jetzt kannst du das alles selber ansehen. Den sozialistischen Bankraub des Jahrhunderts. Sie haben keine Einzelheit ausgelassen. Sie verfügen über die neuesten Techniken. Man könnte wirklich meinen, dass alles, was dort zu sehen ist, wirklich passiert sei. Worauf soll ich mich konzentrieren? Da, auf der linken Seite. Das sind die Bankräuber. Jetzt rennen sie mit dem Geld die Straße hinunter. Alles nachgestellt. Und genau in dem Augenblick kommt ein Taxi vorbei. Sehr günstig. Sie winken den Kerl herbei. Natürlich bleibt er stehen. Und sie zwängen sich in den Wagen und er fährt sie zu ihrem Versteck. Eine Sekunde, stoppen Sie den Film. Was gibt's? Hast du das Gesicht des Taxifahrers gesehen, Malow? Ich kenne ihn, Giorgio. Schau noch mal genau hin. Heiliger Lenin. Wie aus dem Gesicht geschnitten. Das bin ja ich. Ich fahre das Fluchttaxi. Wie zum Teufel. Malow, Malow! Rumänische Rhapsodie von David Zane Meyrowitz.